Häuser in Thailand ja mal ein interessantes Thema. Wer sich dafür interessiert, sollte natürlich auch genau hinschauen und mal ein paar Häuser inspizieren. Ich hatte hier mal die Möglichkeit, in der Stadt, am Rand der Stadt Muangthon, ein paar Musterhäuser zu sehen und mir die Gegend anzuschauen. Eine sehr ruhige Gegend, angenehm. Die Häuser dort, einetagig, zweietagig, war ganz angenehm anzuschauen. Ringsherum Grünbepflanzung. Wenn ihr dort um das Haus rumlauft, habt ihr natürlich die Möglichkeiten, je nachdem, wenn man sich dafür interessiert, auch Bepflanzung am Haus vorzunehmen. Die Häuser sind ausgestattet gewesen mit zwei Badezimmer, jeweils mit Fenster, Dusche, eine offene Küche mit Fenster und alle Räume natürlich mit Fenster gewesen. Es gab auch eine Terrasse zu sehen, sieht man teilweise auf den Fotos Stellmöglichkeiten für Autos, ein oder zwei Stück auf dem Grundstück. Davor jeweils die Schiebetore für die Einfahrt. Kann euch versichern, war ganz interessant. Alle Häuser sind natürlich mit Klimaanlage ausgestattet. Man kann das dann auch individuell gestalten lassen, habe ich mir sagen lassen. Auch die Raumausstattung oder Mobiliar, je nachdem, wie man Wünsche hat. Ihr findet unter dem Video noch ein paar Hinweise zu dem Thema Steuerrecht, Häuser kaufen oder ähnliches für Thailand. Wer sich für dieses Thema interessiert, dem würde ich dringend empfehlen, überhaupt mal mehrere Varianten von Häusern sich anzuschauen und entsprechend natürlich auch genauer zu hinterfragen zum Baustil und so weiter und der Gegend. Alles, was eben dazugehört, muss man schon ein paar Kenntnisse haben. Unter dem Video ein paar Hinweise. Recht herzlichen Dank für euer Interesse an diesem Video hier auf dem Thailand YouTube-Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß in Thailand und natürlich bei euren Urlaubszielen viel, viel Freude.